So Freunde, Xio hier zurück mit Final Fantasy 13. Im letzten Part haben wir mal wieder gegen Bartenderless gekämpft und haben den Kampf dann doch ganz souverän geschafft, denke ich mal. Waren nicht so große Probleme eigentlich dabei, aber ja genau, haben noch eine Kristariumserweiterung bekommen. Und ja, jetzt können wir weitergehen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also ich glaube, ich mache das mit den Kristariums jetzt erstmal nicht, das hebe ich mir alles noch auf. Und ich würde sagen, wir machen noch direkt weiter. Also mit der Story. Also schauen wir erstmal, was hier passiert, wenn wir hier mit der Statue hier reden, weil ist anscheinend keine Missionsstatue, weil hier auch das Missionsziel angezeigt wird. Schauen wir doch mal. So. This is the end of the rainbow, huh? Well, here's hoping the pot's full of tips on dealing with crackpot Falci. You know, I don't remember this being here before. I guess it's new, huh? Yeah, must be. I suppose it might be a record of what happened. You know, after we turned to crystal. Cocoon, where the slayers of Lindsay dwell, is the enemy of all life fostered by Pulse's sacred hand. So Al-Falci determined Pulse's will, chose Lissi, and gave them a focus. Become Ragnarok and bring about the end of Cocoon. And so the beast arose, defeated Lindsay's hateful Falci, and prepared to tear Cocoon apart. But her providence betrayed Al-Lissi, draining Ragnarok of strength. Their focus only half complete, the Lissi were taken to the enemy's land by Bartenderless, curse his name. And the goddess said, Lissi who rest upon Cocoon will reawaken, however long they may wait. And Ragnarok will rise again to tear the land from its seat in the sky. Her word is absolute. Guess the jig is up. Cocoon's done for, isn't it? Yeah, you don't sweat it. If we go ahead and smash Cocoon, you know some maker's sure to roll up and save the day. As long as Falci are around, this fight is never gonna end. So let's finish it. Let's get Dysley. So what do we do about Orphan? We help Orphan. What else can we do? If we can manage to keep it safe, another war breaks out somewhere down the road. We're Lissi. It's not like we can make people stop fighting. Lightning, you told me on Cocoon. It's not a question of can or can't. We just do it. Do it! That's our only choice this time. Just do it! Maybe it won't do much. Maybe only one person will listen to us. Just But even then... Do it! Isn't trying better than doing nothing? Because ripples can make waves! Okay. Kids have gone crazy. Revolutionaries always get cold crazy. When I was on Cocoon, I wished on those fireworks. I wished to not let anything happen to Cocoon this time. Don't let your dreams be dreams. But I shouldn't have wished for that. Wishes aren't enough. Prayers either. This time I'm making a promise. I will keep Cocoon safe. I promise. Just no matter what. Do it! I guess it takes losing everything to make you see how much you have to fight for. Huh.
and we're the only ones who can do it, right? Right. Yep. All right, then. Let's tie up loose ends. Okay. Right. All right. Yeah. Na dann, haben wir unser Ziel vor Augen. Es geht zurück nach Cocoon. Und wir haben hier nochmal ein paar Informationen zu Lightning. Und jetzt das Schriftfragment, ja, das Seelentor, das ist die Nummer 12. Als bald das körperliche Gefäß vergeht, die Seele diese Welt verlässt, ist es möglich, dass sie den Göttern auf ihrem Wege folgt? Durchschreitet sie jenes Tor, durch das die Götter einst entschwanden? Wenn nun abertausende Körper zur selben Zeit vergehen und abertausende Seelen das Tor durchströmen, muss es sich dann nicht gänzlich öffnen? Dort durch das Seelentor führt der Weg zum Glanz der Götter. Ja genau, das ist ja quasi das, was eben Bartendelis zu erreichen versucht. Er möchte Cocoon zerstören, dadurch tausende von Menschen das töten und dann... Genau, ja, das Seelentor aufreißen, durch das die Götter eben einst verschwanden und dass sie eben zurückkehren. Gut, dann steigen wir mal ein und fliegen zurück nach Cocoon. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, das ist in meinen Augen die beste Cutscene im ganzen Spiel. Also sowohl optisch als auch einfach von der Action her und so weiter. Aber mehr möchte ich gar nicht dazu sagen. Lehnt euch zurück und genießt es einfach. Maybe we'd fall short. Maybe we'd never even come close. But someone, someday, would know we'd try. Your Eminence, it is time. The people await your address. And so, we greet the new dawn. People of Cocoon, my fellow citizens, we have survived the twilight and gather now to welcome the dawn of the day on which we decide our fate. Many are the lessons we have learned during our long night of hardship and sacrifice. And now we face choices, choices which must be made as our hearts dictate and not abandoned to uncaring chance. Let us forge ahead with unflinching courage and honor the fallen with action. With these hands, we shape the future.
Probably should have covered that. Intruders on the race circuit! Confirm hostilization! Let's move the cannon! Respond with lethal force! Hi there. Cut him off! Oh, I think we have a winner! Now! You dead! You first! Oh! Und wir sind noch lange nicht fertig. Hier haben wir noch einen Gegner, aber da fackeln wir gar nicht lange rum. Wir packen sofort Santenzuken aus. Und das ist witzigerweise so ein Gegner, wie wir ganz am Anfang des Spiels hatten. Und leider besiegt ihn das nicht, aber das ist jetzt nicht weiter wild. Mal schnell Analyse. Ja, den müssten wir eigentlich relativ schnell wegbekommen. Anfällig für das Element Blitz. Schauen wir mal, wo haben wir denn... Wow, was ist denn das für ein seltsames Paradigma? Lass dich mal kurz sehen, was wir hier machen können. Machen wir mal Siegeshymne. Mal ein paar Negativzustände drauf und... dann Lebenssinfonie. Es macht auf jeden Fall ordentlich Schaden. Wir haben echt richtig grottige Paradigmen gerade. Aber auf jeden Fall haben wir die Negativzustände drauf. Jetzt können wir auf jeden Fall ihn relativ schnell wegmachen. Es geht auf jeden Fall wesentlich schneller als ganz am Anfang des Spiels. Und obwohl der Kerl viel, viel schneller ist, da sieht man mal, wie sehr wir gewachsen sind. Ach, herrlich. Und 26.000 Kristallpunkte, das ist echt ordentlich. Aber habe ich euch zu viel versprochen bei dieser Cutscene? War doch echt richtig ordentlich. Und Sanctum F und E... das ist ein neues Geschäft, weiß nicht, was das für eins ist. Sehen wir dann gleich. What's that sound? Say again, Patrol, and speak clearly. The army's a pulse! They're using transgates! Transgates? How many coming through? Numbers unconfirmed, but it's a full-scale invasion. Eden's being overrun. An army of creatures is attacking the city. It's a pulse invasion force. Your Eminence, we must evacuate.
So, Reigns, is this the cocoon you dreamed of? My dream is but a falsies fancy now. End it. Saying Eden is crawling with pulse nasties. Fresh off the ark, I'd wager. This is out of control. What'll happen to Cocoon? It's all out war. Did we cause this by coming back? Or Tantalus's prediction? It's all coming true. Well, his future stops right here. We're the ones who decide what happens next. Let's get moving. Right. Okay. Ja, in Eden ist die Hölle los. Das Jagdgeschwader macht seinen Zug und außerdem ist auch noch... Ja, die Archen haben sich alle geöffnet. Ich werde jetzt erstmal nicht das neue Team benutzen. Ich möchte erstmal... Dingens, was möchte ich machen? Also diesen Part beende ich noch mit diesem Team. Und zwar einfach aus dem Grund, weil ich werde die ganzen Kristallpunkte noch offscreen verteilen. Und dann eben die Paradigmen für das neue Team erst im, also dann eben auch offscreen erstellen. Einfach, ach nee, was mache ich denn da? So. Noch Lebenssinfonie und das reicht dann auch erstmal. Einfach, dann habe ich auch mehr Zeit, um mir das Ganze zu überlegen, was ich brauche, was brauche ich nicht. Und gerade auch bei den Kristallpunkten dann erst für, also nur für die Rollen dann Kristallpunkte verteilen. Ja, wo sie auch dann wirklich nötig sind. Und deswegen mache ich hier jetzt erstmal mit diesem Team noch den Part zu Ende. Und im nächsten Part seht ihr dann das neue Team. Schauen uns hier jetzt auf jeden Fall erstmal um. Hier gibt es auf jeden Fall auch die Waffe für Lightning. Also ihre finale Waffe, die ich gerne bei ihr haben möchte. Irgendwo hier auf diesen Schienen. Schauen wir doch mal. So, was ist... Also diese Cutscene gerade. Was war das für eine epische Cutscene? Ich war da total geflasht damals, als ich sie das erste Mal gesehen habe. Wir haben hier quasi unsere eigene kleine Pompa Sancta veranstaltet. Also hier diese Esper-Parade. Also fand ich wirklich sehr schön, dass hier nochmal die Esper von allen 6 Charakteren nochmal so richtig schön zur Geltung kam. Eben dann auch in der Grafik. Na gut, die einen mehr, die anderen weniger. Aber konnte sich auf jeden Fall sehen lassen alles. Vor allem hier auch, wie Lightning hier die ganzen Typen mit Odin zusammenreckt. Also, auf jeden Fall ordentlich. Aber zum Beispiel Vanille, naja, sie stand einfach mit Hecatonch hier rum. Na gut, warum nicht? So. Keine Herausforderung für uns, diese Kerle. So. Lass mal umschauen, wo hier die ganzen Schatzkisten sind. Hier sind auf jeden Fall einige. Weil die muss man erstmal finden. Ja, und da ist auch schon die erste. Also gehen wir erstmal hier entlang. Und eventuell ist das auch schon die Waffe für Lightning. Ich hoffe es einfach mal. Und erstmal müssen wir natürlich die Gegner besiegen, um da ranzukommen. Aber das dürfte ja recht zackig gehen. Haben wir bei den Gegnern gerade eben ja auch gesehen. Ja, lass ihn nur angreifen. Würde ihn auch nicht sonderlich viel bringen. Aber auch noch eine Sache, die ich erwähnen möchte. Also jetzt sind wir wieder... Also quasi Puls, Lebewohl und zurück in Cocoon. Aber wir können auf jeden Fall später zurückkehren. Also auch wenn wir jetzt nicht alle Missionen erfüllt haben und was weiß ich, das macht eigentlich gar nichts. Ab irgendeinem Punkt können wir dort wieder dorthin zurückkehren und alles, was noch fehlt, nachholen. Weil es gibt auch Sachen, das wäre absolut lächerlich, wenn wir das jetzt probieren würden, weil dafür
würde uns da einfach diese Kristalliumserweiterung, die wir jetzt bei Bartendes bekommen haben, fehlen. Und, naja, selbst, ja, Löwenherz, das ist die Waffe von Lightning. Lustig mal noch nicht aus. Aber auf jeden Fall, es gibt dann auch einfach Gegner, die schaffen wir auch jetzt mit diesem Kristalliums-Upgrade noch nicht, weil dafür sind die, Charaktere dann immer noch, auf jeden Fall zu schwach. So. Haben wir auf jeden Fall noch einen neuen Gegner, so eine Drohne, wie wir sie damals schon in den Wild Peace bekämpft haben. Aber ich glaube, bei denen ist es auch so, dass sie relativ hilflos sind, wenn man nicht diese Signaldrohnen auf dem Feld sind. Dann können die Raketen nicht abfeuern. Also, jedenfalls denke ich, dass es so war. Kürassier-Drohne heißt die. Wenn man das so ausspricht, aber ich denke mal schon. So, gehen wir mal auf Blitzschlag. So, auf jeden Fall sehr geschockt und jetzt hat er uns eigentlich nichts mehr entgegenzusetzen. Also hier nochmal ein paar Schellen links und rechts und dann ist es auch gegessen. So, zack, Blitz ins Gesicht und das war's. Sehr schön. Gut, hätten wir auch den. Da drüben ist auf jeden Fall noch ein Objekt, das schnappen wir uns auch noch. Und wie ich sehe, sind hier auch keine weiteren Gegner mehr. Gut, mal schauen. Ich denke aber nicht, dass das der letzte Behälter war. Ja, ein paar Gil kann man lassen. Also ich sehe hier auf jeden Fall nichts mehr rumschweben. Es gibt hier aber noch ein Event, vor dem ich ein bisschen Angst habe. Und was wir, glaube ich, gleich mit dem neuen Team gleich am Anfang bewältigen müssen. Oder vielleicht auch jetzt schon, weiß ich nicht. Moment. Ich erstelle jetzt trotzdem mal das Paradigma. Nur ein bisschen anders dieses Mal. Also eben nicht mit Hope hier als Augmentor, sondern dieses Mal als Heiler. Okay, wir haben hier wirklich nichts vergessen. Weil wir können hier auch nicht mehr zurückkehren auf diese Ebene. Nein, da ist alles ledig. Dann, ja, machen wir noch weiter. Okay, I don't know about this. If only we could fly. We can jump. Huh? What are you? Nothing to it! See you ground side. Wait a minute! You're all crazy! Don't want to get left behind, do you? Just remember, don't drop the gizmo. Bang! This thing? Okay! That's how they get around on Cocoon. That's how light gets around. Let's go. Right. Okay, man kann über Lightning sagen, was man will, aber wie ein stylischer Auftritt geht, das weiß ich auf jeden Fall. Aber bevor wir uns hier jetzt diesen Soldaten stellen, würde ich mal sagen, beenden wir den Part hier. Also dieses Event, von dem ich gerade geredet habe, kommt hier noch nicht, das kommt dann erst gleich. Gut, aber wir machen dann jetzt hier weiter mit dem neuen Team im nächsten Part und dann auch mit neuer Ausrüstung. Also ich werde dann auch direkt alle die Komponenten verbraten, also die meisten auf jeden Fall. Und ja, neue Paradigmen und was weiß ich alles. Aber das alles dann im nächsten Part. Bis dahin, ciao!